Es ist ein bisschen Verkrampfung jetzt in den Schlägen von Sinan, der auf diesen einen Schlag wartet. Sie merken das. Wie er weit von der Außenbahn versucht, die rechte hineinzufeuern. Aber Maskaev war schon wieder mit seiner rechten zur Stelle. Unglaublich viele, viele Treffer jetzt in diesem letzten Drittel des Gefechts. Sie freuen sich und wir würden gern sagen, dass der Verlauf dieses Kampfes ihnen dazu Anlass gibt. Aber ich glaube nach wie vor, dass Maskaev führt aufgrund solcher Treffer. Dann wackelt, Sinan. Komm, nimm den Nico hoch, komm, Sinan. Jetzt zeigst du was. Komm her, mein Junge, komm, kriegst du Wasser. Uli, sag ihm, dass wir K.O. gewinnen. Ja, wir müssen K.O. gewinnen, das weiß er auch. Du musst jetzt was. Doch, du musst K.O. gewinnen. Komm, Sinan, das weißt du, du bist schlau. Du bist schlau, du bist. Komm, Sinan, komm. Du kannst den Kriegen. Komm. Sinan, jetzt zeigst du, dass du Tiger bist. Komm. Mein Türkisch ist leider nicht ganz so sicher, aber Sie haben mir vorher verraten, dass Sie einen Geheimtipp hatten, eine Verabredung, wenn es ganz eng wird. Und im Moment ist es enger, als es nicht sein kann, nämlich den Hinweis, denk an das Millionenpferd. Sinan hat hier 5 Pferde zu laufen in der Türkei und er will sich einen großen Star kaufen auf der Trabrennbahn, auf der Galopprennbahn. Und das Geld soll dafür da sein. Und das war sozusagen vielleicht die letzte Hilfe. Aber scheinbar kam der Hinweis bei Maskaev an, denn der setzt die erste klare rechte Hand in dieser 10. Runde. Noch 3 Runden, 9 Minuten im Schwergewicht. Eliminatorkampf, Ausscheidungskampf zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2. Aber es führt hier die Nummer 2. Es führt Maskaev. Wenn er zu dem geforderten K.O.-Schlag kommen will, dann muss er etwas vorbereiten. Aber auch hier mit links Maskaev wiederum besser im Ziel. Natürlich kannst du die Verteidigung, die Defensive deines Gegners vor allen Dingen dann zur Erschütterung bringen, wenn du ihn unter Druck setzt. Aber das gelingt Sinan viel zu wenig. Maskaev kann warten und dann seine Hände nach oben ziehen. Und Sinan ist nicht in der Lage, ihn ähnlich zu überraschen wie bei seinem vielleicht größten Kampf beim Titelgewinn gegen Denis Bachtov im Jahre 2004. Dieser TKO-Sieg in der 10. Runde in Kempten. Mann, war das ganz, ganz großer Sport, aber in der Form ist er heute nicht. Die Zeit läuft und sie läuft gegen Sinan Shamil-Sam. Seine ganz große Chance. Der Ex-Europameister. Hier beim letzten Schritt hin zum Weltmeistergürtel. Und gleich bleiben ihm nur noch 6 Minuten. Und in diesen 6 Minuten bleibt ihm nur noch eine Lösung. Der Knockout. Die martialische und einzige und klare Entscheidung eines Gefechts. Kommt es dazu noch? Ein Riesenfragezeichen. Was für eine Chance, das weiß auch Wilfried Sauerland. Im Moment rutscht sie ihm aus den Händen. Du musst einsteigen, wenn er in der Ecke ist. Männer sind fränkisch in der Ecke.
Komm, Sinan, zwei Runden auf die Warten. Also. Komm her. Giriş, ölümle dövüş. Bak, lütfen ölümle dövüş. Komm, bak aus. Ja, kaybediyoruz puanlarsın. Bunu kazandık ama... Komm, Sinan. Sinan, du musst trotzdem bitte dövüşüyorsun. Çok kötü dövüşüyorsun. Sinan, die Warten alle auf dich. Seni bekliyoruz. Hadi Sinan, karakterini bekliyorum. Man kann verlieren. Man bitmiş. Man muss moral haben. Şimdi Sinan, karakter istiyoruz. Genau. Sende var o. Bekleme Sinan, çok kötü dövüşüyorsun. Komm, Sinan, komm. Şimdi gir. Bild ihn nochmal. Mach richtig zu, Sinan. Rückwahl zur Elfter. Warte, warte, warte. Komm, Sinan, nur zwei. Let them hands go, baby. Come on, you gotta let them go. Let them hands go. Es gibt 17 Gewichtsklassen im Profiboxen. Aber es gibt nur eine Königsklasse, das Schwergewicht. Hier sehen Sie den letzten Schritt vor einer Weltmeisterschance. Sinan oder Maskayev. Noch knapp 6 Minuten. Geht man vom Potenzial dieser beiden schweren Jungs aus, von dem, was sie bisher gezeigt haben, so war Aymamel Sam der leichte Favorit, weil er viel mehr Möglichkeiten in seinen Schlägen hat, aber er ruft sie hier nicht ab in Hamburg. Dieses Unermüdliche, was den Türken eigentlich auszeichnet, so ein bisschen wie Holyfield, wie der große Evander Holyfield. Der ist ja auch nicht der ganz klassische Knockouter gewesen, sondern dieses immer wieder Dasein, dieses Zermürben des Gegners, das muss jetzt kommen. Und dann, erst dann ist die Chance da. War das jetzt ein Kopfstoß? Jawohl. Er kriegt eine Verwarnung dafür, obwohl es mehr nach einem Unfall aussah als nach Absicht. Also ein weiterer Punkt hinten. Aber die Lage war ohnehin alles andere als rosig. Sie haben es spätestens in der Pause von der 8. zur 9. Runde gehört. Schon da stand fest, nur ein K.O. kann Sinan seinen großen Traum noch ermöglichen. Unabhängig von dem K.O.-Sieg gegen Rachman in der Convention Hall in Atlantic City ist das wahrscheinlich sogar der beste Kampf, den Maskayev bislang geliefert hat. Zur rechten Zeit ist er zur Stelle, der Vater von vier Töchtern, Anna, Alexandra, Olesia und Victoria, für die er diesen Job macht, der verdammt hart ist und der ihm jetzt vielleicht die größte Chance seines Lebens liefern wird. Wiederum klare Hände auf beiden Seiten, aber Maskayev sieht im Moment so aus, als ob er sich das nicht mehr nehmen lassen wird. Das war die 11. Runde. In dieser 11. Runde gab Ringrichter Frank Gasi. Hier in dieser Einstellung sieht es eher nach einem Kopfstoß aus. Und in dieser zweiten Wiederholung streichen wir den Konjunktiv ganz entschieden. Sehr gut entschieden von Frank Garzer, zu Recht die Verwarnung. Last round, I want to keep it clean. Ruhe hier, jetzt hast du nur noch eins gekämpft. Ja, genau. Das ist die letzte Runde. Last round. Du hast verloren, Sinan. Nein, hier. Schlag ihn K.O. Schiene tam wie Kaibeden, der Asker in die Durch. Hör zu, was ich habe. Pack hier, Baby. In die Durch. Los. Pack sie nur. Ja, K.O. geht. Hit him with that right hand. Wasser. Ja, K.O. geht, ja, K.O. Okay, ja, K.O.
Noch 3 Minuten hier in der Sporthalle Hamburg. Im Norden der großen Stadt an der Elbe, wo Sinan 4 Jahre geboxt hat, wo er sich aufgemacht hat zu seinem Schritt zur Weltmeisterschaft. Jetzt muss er kommen, der K.O. Alle warten darauf, die ausverkaufte Halle und sie vor den Fernsehgeräten. Schafft er das noch? Maskayev trifft und trifft. Natürlich wird am Ende einer so langen Strecke über 12 Runden jetzt ein bisschen mehr geklammert, aber es ist trotzdem